Ich habe einen falschen Pulli an, ist mir aufgefallen. Ich dachte, ich habe ein paar Bayer an. So, die goldene Woche bricht an. Nächste Woche sind wir wieder da. Ich hab nichts mehr. Alter, was geht bitte bei diesem Himmel ab hier? Und bevor ich es vergesse, Code Quirly. Jetzt im Grenzgänger-Shop eingeben und 10% sparen. Viel Spaß beim Weihnachtsgeschenke shoppen. So, und jetzt wird's Zeit für den Vanilla Sky. So, dann lasset das Tetris beginnen. Was kommt mit? Einmal die 300er. Weil ich es nicht bereuen möchte, wenn ich irgendwas Geiles sehe. Und Big Comeback, die 5.1 mit neuem Motor, noch einer Spezialkupplung, richtig fein. Da kommt dann noch ein extra Video dazu. Und natürlich das Italy Kit. Das war ja einfacher als gedacht. Die goldene Woche geht los. Lasst uns Geld verbraten. Kaum über die Schweizer Grenze und schon in den Marché. Ich muss doch geisteskrank sein. Let's go. Schaffhuse, Schaffhuse, Schaffhuse. Wir fahren nach Schaffhuse. Snow. Snow und Autumn Wipes. Wir fahren nach Schaffhuse. Ja, das ist er. Ach, du Wichser, ich hab gleich ein Loch rein. So, hell erleuchtet von der Abendsonne. Geht's jetzt über die Schweizer Grenze nach Italien. Hm, was? Da waren doch 2 Euro dabei, du Hure. Ja, 10 Stunden später, ich bin immer noch am Fahren. Langsam werde ich müde, aber wir haben jetzt noch eine Stunde auf der Navigation. I keep you updated. Leute, ich habe mich verfahren. Ich habe eine Ausfahrt falsch genommen. Und jetzt bin ich hier mitten in Genua. Schaut es euch an, wie da rumheizen. Alle, boah! In alle Richtungen fahren sind. Die Motorräder, überall drücken sie sich durch. Ihr könnt euch das nicht vorstellen, was hier abgeht. Boah, jetzt geht's hier gleich los. Geisterkrank ist es hier. Ey, es ist einfach fünfspurig hier in dieser City. Fünfspurig. Und es heißt fressen oder gefressen werden. Fressen oder gefressen werden. Jetzt guck mal. Jetzt guck mal, wie viele Leute da drauf. Was ist das? Was ist das bitte? Schon mal so ein riesen Schiff gesehen. Da hinten ist unseres. Da hinten. Superman. We made it, Digga, we made it. Oh, jetzt geht's hier in den Check-in. Und da vorne in dem Häuschen nochmal Kontrolle und da gibt's jetzt die Tickets. Tickets. Zum Glück haben wir das schon 4-mal gemacht dieses Jahr. Deswegen hält sich der Stress in Grenzen und ich bin schon sehr in gewohntem Stoppstelle, in gewohntem Terrain, Terrain oder Tirrenia, Tirrenia.
rastet er da voll aus, ey. Film es mal. Ja, meine Kupplung ist am Sterben, Junge. Riechst du das? Ja, Junge, ey. Non c'è spazio per uscire, capito? Va bene così ormai, ma dovevi andare un pochino più in là. Okay. Ja, jetzt kurz vom Stress runterkommen. Sau-Stress. Jetzt mit dem Ticket zur Rezeption, Zimmerkarte holen und dann Feierabend. Kann nicht mehr. Das war jetzt wirklich, die letzte Stunde war wirklich heftig. Ja, Leute, die goldene Woche macht ihrem Namen alle Ehre. Jetzt ist sogar noch ein kleines Booking-Malheur passiert. Und jetzt haben wir einfach zwei Kabinen. Aber es wird nur eine gebraucht. Naja, können wir uns streiten. Okay, vielleicht brauche ich die zweite doch noch. Das andere wird genauso sein, also 200 Euro in den Sand gesetzt, aber wir haben ja goldene Woche, also komm. So, good morning. Kleiner Tipp am Rande, wer Fähre fährt, es werden glaube ich immer drei Durchsagen gemacht. Ich habe jetzt schon die zweite abgewartet, weil ich jetzt einfach nicht da oben im Eingangsbereich mit allen Leuten rumstehen will. Deswegen zögere ich gerade so lang wie möglich raus, in diesem Zimmer zu bleiben und warte jetzt auf die dritte Durchsage. So, dann wären wir auch bei der dritten Durchsage. So, können wir jetzt bitte rausgehen? Alle warten auf dich. Wie nein. Stress. Ja, mal gucken. Warum piepst das jetzt? Scheiß bitte an. So, was machen wir jetzt? Gehen wir erstmal zur Katze. Ist das die Definition von goldener Woche? Gülden. Oh, die goldene Woche startet mit einem View aufs Meer. So, ich glaube, man kann schon da oben unsere Villa sehen. Hier. Schatz, siehst du die Katze da? Ja, das zeigen sie nicht, wenn man bucht. Ui! Junge! Das gerade auch so ist bei euch. I fucking doubt it. Seetang. Seetang. Was ist das? Ja, Seetang. Mo? Ja, eine Seegurke wahrscheinlich. Die goldene Woche. Soll ich mal schwimmen hier? Schwierig. Wir fahren nach Schaffhausen. Jo. November auf Sardinien. Es ist wie ausgestorben. Also ich habe jetzt hier erstmal ewig lang ein Restaurant angesteuert, das einzige Restaurant in der Gegend. Sind wir so ewig lang die Uferstraße gefahren und jetzt hat es einfach zugehabt, obwohl in Google offen stand. Ja, jetzt sind wir in den nächsten Ort gefahren und schauen mal, wie wir die goldene Woche richtig einläuten können. Geldbeutel ist dabei. Da vorne habe ich eine Bar gesehen und da laufen wir jetzt mal hin. Goldene Essen. Oh geil, dass die Begrenzung hier einfach nur lose Steine sind.
die da hingestellt sind. Na gut, jetzt Vorführeffekt. Der aber, der. Ja. So, ich möchte demonstrieren, wie gut mein Knie schon wieder funktioniert. Deswegen mache ich jetzt mal einen kleinen sportlichen Sprint hier am Strand. Sieht man das? Mr. Krabs? Komm jetzt zurück ins Meer. Ich will sie aber laufen sehen. Und tschüss. Der Bike-Content. Der Bike-Content kommt natürlich nicht zu kurz. So, meine Euphorie hält sich in Grenzen. Jetzt habe ich gerade die ersten 20 Euro zu lang gewartet und dann hat es die Pumpe aufgehört. Jetzt habe ich erstmal 20 Euro in den Automat verschluckt. Hier der Beweis. 20 Euro rein, 0 Liter. Und jetzt geht nichts mehr. Rückgeld gibt es auch nicht. Und jetzt habe ich nochmal 20 Euro rein. Jetzt kann der mir nicht mal einen Beleg rausgeben. Ey, goldene Woche. Ich kotz, Mann. Leute, ich finde es ja immer heftig faszinierend, wie heftig Ameisen eigentlich sind. Man legt was denen hin und sofort, schaut euch an, sofort kommen die und inspizieren das. Da hinten habe ich vorhin ein Stück hingelegt, das ist schon fast weg. Einfach ein Burnout, Mann. Jetzt mit Schwung. Alter Junge. Alter. Was ist das für ein Belag? Und ist das Ton gemacht? Ja, wir stehen vor unserer Hütte. Ich habe jetzt gerade erfahren, dass wir uns woanders treffen wollten. Das ist jetzt 5 Kilometer weg. Jetzt hoffe ich, dass die gleich kommt, weil ich habe das jetzt leider nicht im Chat gelesen. Ja, und jetzt putze ich mir gerade noch schnell die Galoschen, dass ich hier nicht gleich einen schlechten Eindruck mache mit Sandy Feet in der Villa. Linsen wir mal drüber in dieses Luxury Appartement. Ja, doch. Hat was. Hat auf jeden Fall was. Hier wird die ein oder andere Flanke ins Latteneck geschossen da oben. Schatz, wir haben sogar ein Außenbett. Wir können überall ficken. Ich glaube, da unten kommt sie. Auf jeden Fall ein besseres Auto für die Straße. Und ja, den Blick kann man schon mal teasern. Aber gleich wird Moped gefahren. Ja, Mann, ja. Yeah. Das ist der Empfang, jawohl. Oh, ja. Ist schon krank, oder? Ja. Ja, also Roomtour machen wir wann anders. War jetzt eine echt lange Einweisung gerade. Aber ich warte jetzt kurz, bis das Tor vorne zugeht und dann lade ich Moped aus. Und fahr mal nach da hinten irgendwo. Willst du wissen, welche Sache mich stört bei den Hausregeln? Was? Diving verboten. Ja. Aber Diving kann man doch auch als Tauchen verstehen, oder? Leute, diese Villa ist viel zu krank. Die zeige ich euch aber im nächsten Vlog. Weil jetzt ist es Zeit, die 5.1 noch eine Runde zu drehen. Hier, die Sonne ist schon relativ tief und ich muss den Motor noch einfahren. Ein kleiner Test. Lass ich jetzt erstmal ein bisschen laufen und dann fahre ich hier einfach mal ganz chillig gleich. Dann werfen wir uns mal die Kombi über. Die habe ich mir übrigens bei Motorshop Lanz gemacht. Hier Werbung an dieser Stelle. Wir haben ja jetzt Herbst und ich kann nur jedem empfehlen, das rechtzeitig anzugehen.
wenn jemand auf nächste Saison noch die passende Schutzausrüstung braucht. Also so eine richtige Kombi dauert ja ein paar Monate. Deswegen jetzt rechtzeitig angehen. So Leute, es wird ernst. Es wird ernst. Der Content, auf den ihr wahrscheinlich jetzt schon, wie lange geht das Video? Locker 10 Minuten schon wartet. Jetzt fahre ich den Motor ein, nehme einen Camcorder mit, Speicherkarte ist drin, ein paar Ersatzakkus, GoPro direkt, Schlüssel lasse ich dir da. Sorry, dass der Rucksack so dreckig ist, den habe ich noch vom Enduro fahren. Boah, ich bin hyped, ich bin einfach nur hyped. GoPro dran und jetzt fahre ich einfach mal, nehme euch mit, zeige euch gerade noch diesen heftigen Anfahrtsweg. Und ja, unten fahre ich dann zum Strand und ab da mache ich dann ein RAW-Video wahrscheinlich. Das RAW-Video werde ich auch direkt hier im Haus schneiden und hochladen. Also auch Querlino Music abchecken, den anderen Kanal. Aber jetzt Beeilung, sonst ist die Sonne weg. Hey, ich sitze hier wie Baron von Richthofen auf der Kanonenkugel. Die ist so klein irgendwie. Schaut mal, wo die Knie sind. Und diese Lederkombi, ey Leute, ich bin so eine Presswurst, ey, ich bin so fett geworden, scheiße. Hier die Burnout-Spuren von mir. Und das ist der Weg, den bin ich mit dem Bus hochgefahren. Oh, was mache ich hier? Ich muss einfahren. Alter! Geiler Shit! Ja, hier, also eine Zufahrt für tiefe Autos ist es auf jeden Fall nicht. Mit dem BMW wäre ich hier komplett aufgeschmissen. Da könnte ich ja nicht mal durchfahren. Also hier geht's noch, aber oben auf keinen Fall. Da ist jetzt eine 1000 Euro Kupplung drin, eine Recluse Kupplung. Oh scheiße, hier hat der Spanngurt ein bisschen Dekor gefickt. Da ist eine Recluse Kupplung für 1000 Euro drin. Werde ich jetzt noch nicht testen können, weil ich jetzt ja nicht irgendwie auf, den Gang richtig auf Anschlag fahre. Aber ja, jetzt geht's los, Mann. Jetzt geht's los. Jetzt fahre ich noch kurz runter zum Strand und dann geht das RAW-Video los und der Vlog ist zu Ende und ey. Mega nice, Mann, nee, mega nice. Mir juckt es richtig in den Fingern, das Ding mal richtig Gas. Boah, die Kennzeichen raus. Ja, und jetzt runter da. Oh Mann, geil. Die Katze von vorhin liegt immer noch auf dem Dach. Ich mache hier ein schnelles Bild. Also, ich habe gerade eben schon irgendwie ein komisches Kupplungsgefühl gehabt. Um ehrlich zu sein, ich weiß, dass man eine Recluse-Kupplung benutzt, damit einem das Driften erleichtert wird, dass das Moped, wenn man die Kupplung kommen lässt, nicht anfängt zu stempeln, sprich, dass das Hinterrad so. Das ist dieses typische Driftgeräusch. Und jetzt habe ich eine Anti-Hopping-Kupplung. Was sie genau macht, kann ich euch nicht sagen. Gerade eben hat es sich so angefühlt, als würde sie mir automatisch später kuppeln. Vielleicht habe ich es aber auch einfach nur verkackt gerade. Jetzt schnelles Bild und dann. Leute, es ist unglaublich schön hier. Es ist wie ausgestorben und es ist einfach nur wunderschön hier. Das ist der Shit, weswegen ich da bin. Sau geil. Und ich wurde gerade beobachtet, aber jetzt bedanke ich mich fürs Zuschauen und jetzt geht's los. Jo, ich bin's nochmal. Der Vlog ist doch noch nicht zu Ende. Also das Fazit zur Kupplung ist sehr gemischt bis jetzt, weil sie einfach später rauskuppelt und ich komplett so nicht damit rechne, wenn sie einfach... Das RAW-Video ist sicher ganz nice. Ich habe jetzt noch nicht so viel Gas gegeben, aber schaut es euch an, Querlino Music. Und jetzt gibt es noch den Part 2, da fahre ich jetzt wieder hoch zu uns zurück. Den könnt ihr auch anschauen und die anderen Vlogs natürlich auch und ein Edit wird auch irgendwann kommen. Also jetzt enjoyt mal richtig.
Ich freue mich schon richtig, diesen Vlog gleich in der Villa zu schneiden. Also ich habe mich lange nicht mehr so gefreut, nach Hause zu kommen, weil es einfach der epischste Spot ist, jetzt gleich da zu hocken und das Video zu machen, man ein bisschen was zu essen. Vielleicht zeige ich euch gleich noch das Essen, was es gibt. Jetzt dürft ihr raten, was es gibt. 10 Sekunden warten, 1, 2, 3, 4, 5 und jetzt wird es aufgelöst. Ciao, ich bin raus.